Ein außergewöhnlicher Abschied, Werner Herzog. Ein Leben in der Filmwelt. Heute möchte ich euch einen ganz besonderen und zugleich traurigen Moment mitteilen. Wir müssen Abschied nehmen von einer wahren Legende der Filmwelt, Werner Herzog. Im Alter von 81 Jahren verstarb dieser außergewöhnliche Regisseur und Dokumentarfilmer nach seinem mutigen Kampf gegen den Lungenkrebs. Werner Herzog, geboren am 5. September 1942 in München, Deutschland, wurde zu einer Ikone des deutschen Films und zu einem international renommierten Regisseur, Autor und Dokumentarfilmer. Sein außergewöhnlicher Stil und seine visionären Werke haben ihn zu einer einflussreichen Figur in der Filmbranche gemacht. Bereits in jungen Jahren entdeckte Werner Herzog seine Leidenschaft für das Filmemachen. Er studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und begann bald darauf, Arbeiten im Bereich des Kurzfilms und Dokumentarfilms zu produzieren. Mit seinem Durchbruchsfilm, Lebenszeichen, im Jahr 1968 etablierte sich Herzog als aufstrebendes Regietalent. Doch es war sein Film, Agiere, der Zorn Gottes, von 1972, der ihn international bekannt machte. Der Film, der auf einer wahren Geschichte basiert, erzählt von der rücksichtslosen Suche nach El Dorado im 16. Jahrhundert und zeichnet sich durch seine intensiven Bilder und die einprägsame Performance von Klaus Kinski in der Hauptrolle aus. Herzog wurde für seine einzigartigen Erzählweisen, seine radikalen Inszenierungen und seinen psychologischen Tiefgang bekannt. Er betrachtete sich selbst nicht nur als Regisseur, sondern auch als Visionär und Abenteurer. Seine Filme erkundeten oft menschliche Obsessionen, verzerrte Realitäten und extreme Umstände. Im Laufe seiner Karriere produzierte Werner Herzog eine Vielzahl beeindruckender Werke wie Fitzcarraldo, 1982, Nosferatu, Phantom der Nacht, 1979, und Grizzlyman, 2005, der ihn in die Welt des Dokumentarfilms führte. Auch international erhielt er große Anerkennung und zahlreiche Auszeichnungen, darunter den renommierten Europäischen Filmpreis und den Bayerischen Filmpreis. Neben seiner Arbeit als Regisseur begann Herzog auch als Autor und Schauspieler tätig zu werden. Er verfasste Bücher, Drehbücher und trat in einigen Filmen auf. Seine vielseitigen Talente spiegelten sich auch in seinen künstlerischen Experimenten wider, wie zum Beispiel der Realisierung des Dokumentarfilms The Cave of Forgotten Dreams 2010 in 3D. Werner Herzogs unverkennbarer Stil und seine außergewöhnliche Herangehensweise an das Filmemachen machten ihn zu einer legendären Persönlichkeit der Filmwelt. Seine Filme sind geprägt von einer tiefen Menschlichkeit, einem unbändigen Entdeckungsdrang und einem Blick für das Surreale und Magische im Alltäglichen. Obwohl Werner Herzog im Jahr 2023 im Alter von 81 Jahren an Lungenkrebs verstarb, wird sein Erbe als einer der einflussreichsten Filmemacher seiner Zeit weiterleben. Sein künstlerisches Vermächtnis wird weiterhin Generationen von Filmemachern inspirieren und sein Name wird immer mit innovativem und kühnem Filmschaffen in Verbindung gebracht werden. Werner Herzog war nicht nur ein Meister seines Fachs, sondern auch eine Persönlichkeit, die die Filmwelt nachhaltig beeinflusst hat. Seine einzigartigen Werke wie Agiere, Der Zorn Gottes, Fitzcarraldo und Grizzlyman trugen zu seiner internationalen Anerkennung bei. Herzog war bekannt für seine unkonventionellen Herangehensweisen und seine Bereitschaft, Risiken einzugehen. In den letzten Jahren seines Lebens war es Werner Herzog wichtig, seine Projekte abzuschließen und sein Erbe zu sichern. Trotz seines Gesundheitszustandes zeigte er eine bemerkenswerte Entschlossenheit und schuf weiterhin außergewöhnliche Kunstwerke. Seine Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten und sein tiefgründiges Verständnis der menschlichen Natur waren weiterhin in jedem Frame sichtbar. Es war ein bewegender Moment, als Werner Herzog auf seinem Sterbebett seinen letzten Wunsch äußerte, er wollte seine geliebten Filme noch einmal sehen. Seine Familie und engsten Freunde versammelten sich um ihn, während sie gemeinsam die Meisterwerke betrachteten, die er in seinem Leben geschaffen hatte. Es war ein intimer Moment des Abschieds, der von einer Atmosphäre von Liebe und Bewunderung durchdrungen war. Werner Herzog wird vielen als jemand in Erinnerung bleiben, der die Grenzen des Filmemachens erweiterte und neue Wege beschritt. Seine einzigartige Stimme drückte eine tiefe menschliche Sehnsucht aus und bewegte Generationen von Zuschauern auf der ganzen Welt. Es sind Informationen, die sich auf Instagram sehr schnell verbreiten. Wir haben alles zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen. In einer Welt voller Fake News können sich Gerüchte wie ein Lauffeuer verbreiten. Heute sind wir hier, um ein schockierendes Gerücht zu entlarven, das das Internet im Sturm erobert hat.
Entgegen jüngster Berichte ist Werner Herzog, der renommierte Filmemacher, gesund und munter. Die Berichte über seinen Tod sind stark übertrieben. Werner Herzog, bekannt für seine beispiellose Kreativität und sein einzigartiges Geschichtenerzählen, übertrifft auch in seinen 80ern weiterhin alle Erwartungen. Werner Herzog, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass die Gerüchte über meinen Tod falsch sind. Ich lebe immer noch und bin bereit, weitere Filme zu machen, die die Grenzen der menschlichen Erfahrung herausfordern. Im Laufe seiner illustren Karriere hat Werner Herzog das Publikum mit seinen tiefgreifenden Einblicken in die menschliche Verfassung fasziniert. Wer zu Fuß unterwegs ist, dem offenbart sich die Welt. Seine Worte spiegeln das Gefühl eines Mannes wider, der sein Leben der Erforschung der Tiefen der menschlichen Seele gewidmet hat. Von der Kritik gefeierten Dokumentarfilmen bis hin zu faszinierenden Spielfilmen hat Werner Herzog einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt des Kinos hinterlassen. Wenn Sie also das nächste Mal ein Gerücht hören, denken Sie daran, die Fakten zu überprüfen, bevor Sie Fehlinformationen verbreiten. Werner Herzog lebt und es geht ihm gut und wir können es kaum erwarten zu sehen, was er als nächstes für uns bereithält. Lungenkrebs ist eine komplexe Krankheit, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, darunter genetische Veranlagung, Umweltfaktoren und persönlicher Lebensstil. Obwohl es keine hundertprozentige Möglichkeit gibt, Lungenkrebs zu verhindern, können Sie jedoch einige Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu reduzieren. Rauchen vermeiden. Rauchen ist die Hauptursache für Lungenkrebs. Wenn Sie rauchen, sollten Sie ernsthaft in Erwägung ziehen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn Sie Nichtraucher sind, vermeiden Sie das Passivrauchen und meiden Sie Orte, an denen geraucht wird. Luftqualität verbessern. Achten Sie auf eine gute Luftqualität in Innenräumen, indem Sie richtig lüften und den Einsatz von Schadstoffen wie Rauch, Chemikalien und Haushaltsreinigern minimieren. Schutz vor Radonhaltigem Gas. Radon ist ein radioaktives Gas, das in einigen Gebieten aus dem Boden austreten kann und mit Lungenkrebs in Verbindung gebracht wird. Überprüfen Sie Ihr Zuhause auf Radon und ergreifen Sie Maßnahmen, um das Gas zu reduzieren, wenn der Wert erhöht ist. Schutz vor berufsbedingter Exposition. Wenn Sie in Bereichen arbeiten, in denen Sie schädlichen Stoffen wie Asbest, Arsen, Nickel oder Chrom ausgesetzt sind, halten Sie sich an die Sicherheitsvorschriften und tragen Sie die vorgeschriebene Schutzausrüstung. Gesunde Ernährung und körperliche Aktivität. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten sowie regelmäßige körperliche Aktivität helfen, das Immunsystem zu stärken und das allgemeine Krebsrisiko zu senken. Früherkennung, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere für Personen mit einem erhöhten Risiko, können helfen, Lungenkrebs frühzeitig zu erkennen, wenn er noch behandelbar ist. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Maßnahmen das Risiko für Lungenkrebs reduzieren können, aber nicht zu einer vollständigen Verhinderung führen. Es ist immer ratsam, mit einem Arzt zu sprechen, um individuelle Risikofaktoren und Präventionsstrategien zu besprechen.